Ja, und das war's von diesem Part von New Super Mario Brothers. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. So, und jetzt weg mit Mario, jetzt geht's ab, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 2 auf der Nintendo Wii U. Und ja, jetzt ist ab 18, Holyfist ab 18. Also schaltet ab, wenn ihr jünger als 18 seid. Ich hafte nicht für euch. So, wir starten auch gleich. Wir spielen hier den Online-Modus. Und wir starten auch gleich mal. So, ich bin schon Level 17, ich habe schon ein bisschen gezockt und ich muss sagen, ich bin von Call of Duty Black Ops 2 sehr begeistert. Meiner Meinung nach einer der besseren Reihen von Call of Duty. Also nach Modern Warfare 2 kommt meiner Meinung nach Black Ops 2. Richtig, richtig tolles Spiel. So, hier unsere Karte. Wir können auf der Wii U, also die Leute, die auf der Wii Black Ops gespielt haben, wissen, dass man sehr limitiert war im Gegensatz zur Xbox und zur PS3-Version. Hier auf der Wii U hat man alles. Hat man alles, was die PS3 und die Xbox bietet. Und noch dazu in 1080p, meine lieben Freunde. Das ist richtig, richtig geil. Richtig fett, dass die das so umgesetzt haben. Wir haben den Call of Duty TV, wir können uns Filme anschauen von anderen Spielern, uns Tipps holen. Dann werden unsere Spiele auch recorded. Ja! Und ihr seht hier auf der rechten Seite da Split-Screen-Controller anschließen. Das heißt, ein Freund von euch kann auf dem Gamepad zocken, während ihr Full-Screen auf dem Fernseher habt. Richtig, richtig geil. Außerdem kann er entweder als euch einsteigen, als zweiter Nutzer, der danach gelöscht wird nach dem Match. Oder er meldet sich an in der Nintendo Network ID und spielt dann mit seiner ID hier weiter. Richtig gut gelöst, muss man sagen. Und noch dazu in zwei Full-Screens, einmal auf dem Gamepad, einmal auf dem TV. So, wir suchen uns gleich ein öffentliches Spiel und wie man sieht, 865 Leute sind online. Klasseneditor, ja, das machen wir jetzt nicht, ich habe schon alles eingestellt. Wir gehen aufs Spiel suchen, Standard. Nee, oder doch? Wieso sind hier so wenig Spiele? Haben die das jetzt irgendwie geändert? Kann das sein? Moment, das war doch anders. Standard, hier war doch viel mehr. Na egal, wie ihr seht, unten rechts steht, wie viele Spieler von wie vielen zocken. Auf der Wii U-Version im Moment leider noch sehr wenige, deshalb wir spielen Team Deathmatch. Denn die viele bekommen ja die Wii U erst zu Weihnachten und werden dann erst dann richtig abgehen, hoffe ich zumindest. Denn im Moment sind ja nicht sehr viele online und ihr seht, hier haben wir schon Level 40er, es sind schon Level 55er, der ist schon Maximallevel. Also die Leute, die süchteln schon richtig rein hier. Also das ist ja der Hammer. Oh, hier haben wir schon ein Prestige 3, ey, wie krank ist denn der? Gott sei Dank ist der in unserem Team, so haben wir ein bisschen Protection. So, die erste Map, die wir hier in diesem Let's Play oder Gameplay, Multiplayer machen, ist Hijacked. So, wir sind schon mal gespannt. Diese Map ist relativ klein, also hier muss man wirklich aufpassen. Ich spiele übrigens mit dem Gamepad, aber ich schaue auf den Fernseher. Und auf dem Gamepad seht ihr die Karte und auch die Killstreaks, also die Punkteserien könnt ihr dort auswählen praktisch. So, wir nehmen dieses Set hier mit einer MP-Waffe, mit der Vector. Und wir steigen auch gleich ein. Oh, ey, Leute, das sieht so geil aus auf der Wii U. 60 FPS läuft das Ganze, also richtig, richtig flüssig. Und wir passen auch gleich mal auf, und hier nicht so ein Gegner kommt. Denn hier geht ja schon die Action ab. Und da kommt schon der erste. Oh ja, wir sterben auch schon, denn das ging ja so schnell. Und wir sehen auf der Wii endlich mal mit Kamera. Richtig, richtig geil. Okay, der Typ hat eine Schrotflinte, da ist klar, dass wir drauf gehen. Mit einem Schuss. Ja. Ich hab nochmal. Da oben ist einer. Oh, da ist er, geht er da. So, ich habe schon länger nicht mehr. Oh, Mine? Yes! Nein! Ja, so viel konzentriert auf die Mine, dass ich ganz übersehen habe, dass hier noch ein Gegner ist. Okay, wir schmeißen gleich mal den Zentex nach vorne. Auf gut Glück. Und da ist ein Freund von uns gestorben. Aber den rächen wir und wir legen uns hin und gehen schnell in Deckung, meine lieben Freunde. Und da kommt schon der nächste. Ach, links, links. Okay, nachladen. Komm schon. Was? Die Kontrolle verloren. So ein Sack, ey. Das hat mich nicht mal gemerkt. Okay. Okay. Oh, also ich bin ziemlich schlecht hier bis jetzt. Ich bin ja die Steuerung nur von Battlefield 3 gewohnt auf der PS3. Und hier so mit dem Gamepad ist das total ungewohnt. Normalerweise spiele ich auch mit dem Classic Controller. Ich meine mit dem Pro Controller von der Wii U. Ah, da kommen sie schon. Da ist schon einer. Ah, keine Chance, keine Chance. Ihr könnt das Spiel außerdem. Oh, endlich. Okay, da kommt einer. Oder ist der am Dach? Ne, der ist da reingerannt. Den holen wir uns schnell. Wo ist er? Wo ist er? Ne, das bin ich. Ich bin ein Freund von dir. Knall mich doch nicht ab, ey. Okay, wo sind die Gegner, verdammt? Ey, das gibt's doch nicht. Hier müssen sie doch irgendwo sein. Die campen doch irgendwo. Achtung, feindliche Drohnen. Toll, das auch noch. Okay, der müsste hier gerne kommen. Da ist er! Ah, ich wollte den Messer gehen. So ein Mist.
Ey, die Grafik richtig schön, also für die Wii U, also hammergeil. Wenn man Black Ops auf der Wii gezockt hat, auf der normalen Wii. Ja, die normale Wii. Es gibt ja auch eine abnormale. Was? Ist hier jemand? Nee. Aber da, drüben, den holen wir uns schnell. Da rennt er los, den holen wir uns. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay, der läuft da rein. Geht da durch. Okay, ist er da drüben? Ist er da drin? Ja, hier sind sie! Okay, sehr schön, mein Kumpel. Leider kein Treffer gelandet. Oh, da kommt. Was? Nein! Scheiße! Das war so, was war denn das? Das war so ein Elektroschocker. Okay, das war der andere, der uns damit getroffen hat. Und dann die Granate. Ist voll in die Fresse rein. Okay, da. Was? Woher kam der denn? Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Okay, den Kill haben wir jetzt gestealt. Und da ist auch schon der nächste. Du hättest lieber drin bleiben sollen, mein Freund. Kommt da noch einer? Nein. Und da ist er. Das ist sie. Okay, schnell Deckung gehen. Sicher ist sicher. Mal schauen, ob da kein Gegner kommt, denn sonst sind die am Arsch. Ah, oh, das ist schon ein Gegner. Und schnell Deckung gehen. Ah, das ist doof, dass der da eine Kiste hat. Nein. Ah, Mist. Wie sieht's denn aus überhaupt bei uns? Wir sind hinten, ja, in Niederlage. Ey, das Geile an Black Ops 2 ist auf der Wii U. Ey, wo schaust du denn? Oh, was für ein Lag. Was? Was? Gegner? Ah, da ist er. Nein, und hinter uns auch. Das ist gemein, das ist richtig gemein. Aber was ich noch sagen wollte, das Geile an der Wii U-Version ist, ich stehe in der Früh auf, hab frei und schnapp mir das Gamepad, ohne den Fernseher einzuschalten. Black Ops 2 war in der Wii U drin. Und dann habe ich über den Gamepad im Bett, habe ich Call of Duty Black Ops 2 gesungen, so richtig chillig am Gamepad. Und man erkennt auch wirklich alles, also da das Gamepad ja relativ groß ist vom Bildschirm her, erkennt man auch relativ viel. Also richtig, richtig praktisch und auch sehr bequem zum Zocken. Was? Ist da noch einer? Feindliche Drohne näher. Ach nee, feindliche Drohne, die sehen uns jetzt natürlich. Okay, wir schmeißen eine Granate nach vorne. Zack! Natürlich treffen wir, was soll denn das? Ich hätte doch nochmal treffen sollen. Menno, wie sieht's denn aus überhaupt mit den Punkten? 6 zu 9, okay, der hat uns Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich hab's überhaupt nicht drauf geachtet. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay, der ist darauf, glaube ich. Den holen wir uns. Da ist er! Jetzt habe ich vergessen, wie man ein Messer hat. Okay, so, mit dem rechten Analogstick reindrücken. Ihr könnt ja auch wie bei der PS3 die Analogsticks reindrücken. Richtig, richtig praktisch, vor allem wenn man rennen will. Oh, jetzt habe ich. Mann, das war jetzt echt schlecht von mir. Ich habe das Gamepad wegbewegt. Okay, gleich meine Granate nach vorne. Ah, komm schon. Boah, der letzte Schuss. Alles klar. Noch alles im Griff, alles im Griff, meine lieben Freunde. Mal gucken, ob da jemand kommt. Nein. Doch. Was? Nein. Schütze am Boden. Ja, schön. Okay. Oh, das war schon von diesem Match so ein Mist. Also ich aber richtig, richtig schlecht. Das wird die Bilanz zerstören. Naja, 9-11. Nicht mal so schlecht eigentlich. Naja, aber für das erste Gameplay, wollte euch ja nur mal zeigen, wie der Black Ops 2 so auf der Wii U ist. Und die Serie wird natürlich weitergehen. Ein bisschen Online-Gameplay und teilweise auch vielleicht sogar mal die Kampagne. Mal schauen. Aber mehrmals wird hier... Ah, das sieht man ja hier in meiner Verbindung. Nur drei Striche. Ist klar, dass es ein bisschen geleckt hat. Ja, meine tolle Ausrede, weil du mich so schlecht war. Neues Farmkreuz, der Kreis. Ja, der bringt total viel. So ein dreckiges und schnelles Magazin, schnelles Nachladen. Sehr praktisch. Wir haben bald Level Up, sehr schön. Nur noch so um die 200 Experience. Dann haben wir so schönen Level Up. Aber ja, das war's von Call of Duty Black Ops 2. Hier nochmal die Punkteserie, die kann man sich einstellen und über Tokens kaufen. Sehr geil. Also ich finde Black Ops 2 richtig geil. Vor allem, weil man auf der Wii U das zocken kann mit geiler HD-Grafik. 1080p, meine lieben Freunde. So, wir verlassen die Lobby und das war's von dem lieben Holy, von dem actionreichen Holy, so wie wir ihn kennen. Ja, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und ciao.